Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Will. Ich höre Tapsen. Ich glaube, der Adi kommt schon wieder, oder? Hallo Adi! Der lag eben noch drüben und hat gepennt. Ich sag's euch. Ich habe gedacht, ich nutze die Zeit für ein Video. Der verfolgt mich. Er verfolgt mich. Nichts kann man alleine machen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben wieder mal, ihr wisst, was das Messer bedeutet, ein Fanpaket erhalten. Guckt euch das mal an. Und was sagt euch das Design des Paketes? Das kann nur von einem kommen, und zwar vom Hannes Schröder. Was war da denn los? Hä? Wieso schickt der Hannes dir immer Pakete? Hat der Hannes etwa so eine Lootbox-Firma, wo du ein Abonnement abgeschlossen hast, wo du jetzt wöchentlich immer eine Box bekommst und kannst dann auspacken und vorstellen, dass die anderen Leute auch bei ihm bestellen? Das kann sein, muss aber nicht, ne? Huch! Wir machen das jetzt natürlich mal auf. Wir gucken mal, was der Hannes schon wieder losgelassen hat. Da steht auf jeden Fall Vorsicht Glas. Bin ich mal gespannt, ob da Bier drin ist. So, hier müssen wir noch rein, da müssen wir rein, hier müssen wir rüber. Da sind wir fertig. Zack. Das ist auf jeden Fall jetzt hier alles. Ne? Guck, Adi ist auch schon wieder. Adi! 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 Dem Adi geht's gut, glaube ich. Wir machen das jetzt mal auf. Ihr dürft wieder zuerst gucken, danach gucke ich. Und wir schauen, was ist da drin. Wieder ein Zettel. Alles klar. Wir gucken mal, was auf dem Zettel steht. Jetzt habt ihr natürlich so gut wie gar nichts gesehen. Egal. Hi Ramon. Du meintest, dass die Chips auf der Zunge stauben. Deswegen habe ich dir nochmal Chips mit Dip hineingepackt. Und für Adi noch was. Und Pupsi die Schokolade. Viele liebe Grüße. Hannes. Ich muss wirklich aufpassen mit dem, was ich sage. Wenn ich demnächst sage, ach, meine Million auf dem Konto ist verschwunden, dann kommt einer und überweist mir eine Million und sagt, ich habe gehört, deine Million ist nicht mehr da, ich habe dir einfach eine Million überwiesen. Oder Adi, was sagst du? Gut? Nicht gut? Spitz die Ohren, für dich ist auch wieder was dabei. Wir gucken jetzt mal. Wir haben also dieselben Chips, die wir beim letzten Mal hatten, diese Kichererbsen-Chips. Die fand ich ja eigentlich richtig genial, muss ich dazu sagen. Die waren nur etwas trocken. Die fand ich auch richtig gut, weil die nicht so dünn waren, so schlaksig wie andere. Weil die so dreieckig dazu waren. Ja, geh wieder auf deinen Stammplatz, da hast du es. Und er hat wirklich einen Dip dazu geschickt. Einen Salsa-Dip diesmal. In letzter Zeit, wenn wir Chips gegessen haben, gerade die Tüten, die er sonst geschickt hat, gab es immer diesen Käse. Höher die Nase, erhobenen Hauptes. Gab es immer auf jeden Fall diesen Käse-Dip, diesen Nacho-Cheese-Dip. Dieses Mal Hot Salsa. Daraus könnt ihr auch gut eine schöne, leckere Nudelsoße machen. Oder? Hallo? Adi? Hot Salsa? Ist sehr gut, ja? Wir können euch das mal zeigen. Der Adi, der testet nämlich immer. Hier, Adi, was sagst du dazu? Hot Salsa? Ich glaube, Adi mag keine Hot Salsa. Beim Käse sieht das anders aus. Beim Käse hat der immer die Zunge reingestreckt. Der hat da geschleckt, bis das Glas leer war. Also er durfte mal beim Deckel ein Stück naschen. Und dann haben wir diese Joghurette. Ne? Die sieht ja richtig genial aus. Das ist normale Joghurette, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber irgendwie sieht die Packung anders aus. Ich glaube, ich habe seit 100 Jahren keine Joghurette mehr gegessen oder gekauft. Die sah sonst immer so schäbig aus, aber das, dass man hier schon in die Packung reingucken kann, dass ihr die Joghurette so seht, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus vom Design, finde ich. Und wenn Joghurette original nur Erdbeer, hört mal auf mit diesem Ganzen, jetzt gibt es auch Pfirsich-Joghurette und Mango-Joghurette und Thunfisch-Joghurette, das braucht kein Mensch, oder? Das braucht kein Mensch. Nein, ich hau und beruhig dich. Ah, ich beiß dich. Du kriegst auch gleich noch was. Wursti, 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 Wursti. Denn der Adi hat hier wieder Katzensticks. Und die isst er ja am liebsten. Da ist auch komplett die Sonne egal, die ihr ihm da gebt.
Weil bei Katzenstick sagt der Adi nicht nein, ne? Der springt da immer gleich los. Guck, wie gierig er schon wieder ankommt. Alles gut, Adi, wartet doch. Hier. Och, Adi. Komm hoch. Adi, komm ins Waschbecken. Komm zurück. So, hier. Schleck von die Hand und schling nicht immer so. Du kriegst doch Stück für Stück. Ja, in den Daumen, genau. Jetzt tut er wieder so, als hätte er schon seit 10 Jahren nichts gegessen. Der hat vorhin eben erst Frühstück bekommen. Aber der frisst den ganzen Tag. Das ist so ein richtiger Louis. Wie ausgehungert jedes Mal. Hier das letzte Stück. Bitteschön. Das war's. Ist leer. Ist nichts mehr da. Mann, wie wild und wie lebendig und aufgebracht er auf einmal ist, oder? Komm, leg dich wieder hin, sei brav. Mann, jetzt dreht er total durch. Ich glaube, wir müssen die Sendung beenden. Der Adi kann damit nicht umgehen. Das war zu viel. Das gibt ihm Power. Das ist der Spinat vom Popeye. Hä, bei meinem Fuß ist gar nichts. Egal, Dankeschön auf jeden Fall an Hannes Schröder nochmal. Ich sag nichts mehr. Nicht, dass dann noch was kommt und noch was kommt. Dankeschön auf jeden Fall. Ich glaube, von der Jogurette werde ich mir auch mal ein Stück gönnen. Das mache ich am besten jetzt gleich. Obwohl ich die ja eigentlich gern in den Kühlschrank reinlegen würde, dass sie immer schön kühlt sind. Habe ich, weiß ich nicht. Macht das jemand von euch, wenn ihr Schokolade habt? Legt ihr eure Schokolade in den Kühlschrank und esst die dann, wenn die schön gekühlt ist? Weil gerade bei den Temperaturen jetzt ist das ja immer so eine Sache, das zermatscht immer sehr. Hier bei der Jogurette, das sieht man auch, die ist einfach schon eingedrückt. Die hat gar nicht mehr die richtige Form, weil es eben immer so warm ist. Ein Stück gönne ich mir mal. Also ein Riegel. Ich bin halt sonst nicht der süße Typ, sondern eher der herzhafte. Deswegen passt das gut. Die Chips werde ich mir vielleicht beim SummerSlam reinziehen. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ja, die freut sich auf jeden Fall auch. Dankeschön, Grüße gehen raus an Hannes und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.